Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Höfer und wir sind heute hier live bei Shortcut Ventures. Nun war ja in letzter Zeit einiges in der Presse über die Copycat-Thematik zu lesen und die Samba-Brüder, was so ein bisschen auch Deutschland ja scheinbar, wenn man so es von außen betrachtet, einen schlechten Ruf gibt. Wie stehst du zu dem ganzen, zu der ganzen Copycat-Diskussion? Grundsätzlich haben wir nichts gegen Copycats. Wir würden auch Copycats finanzieren. Was wir nicht so gut finden, ist, wenn es wirklich nur eine wirklich 0815-Kopie ist und sich, sag ich mal, vom Layout, von der Farbgebung, sich alles am Original hält. Das kann zwar ein erfolgsversprechender Weg sein, finden wir dann aber doch irgendwie, sag ich mal, als Hamburger auch so, das finden wir nicht so ganz anständig. Martin, nun warst du 2 Jahre in Amerika. Was habt ihr hier mit nach Deutschland genommen? Was ist der Unterschied hier gegenüber sozusagen der Unternehmenskultur zum Beispiel gegenüber deutschen Unternehmen? Also der Gründerspirit in den USA ist schon mal auf einem ganz anderen Niveau, als wir ihn hier in Deutschland vorfinden. Und auch was das Thema Unternehmenskultur anbelangt. Team ist der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Startups. Und wenn das gesamte Team hinter der Idee steht, das ist schon manchmal fast ein bisschen sektenmäßig, dann entsteht dort eine Energie, die ja wirklich sozusagen Berge versetzen kann. Es war jetzt einiges über die Internetinsel hier in Hamburg zu lesen und sozusagen, dass sie quasi das Silicon Valley von Hamburg werden soll. Wie stehst du zu der Internetinsel? Dieses grundsätzliche Inkubatorenmodell, wie es auch ursprünglich mal gedacht war, das, was wir heute sehen mit Rocket Internet und sowas, das hat für mich nichts mit dem ursprünglichen Inkubatorenmodell zu tun, hilft schon, sag ich mal, den jungen Unternehmen, sich auszutauschen über ähnliche Problemstellungen, gucken, hast du einen Anwalt für mich, kennst du einen Grafiker, hast du einen Programmierer an der Hand oder auch gemeinsame Dinge wie Buchhaltung zu erledigen. Und wenn man dort auf einem Raum zusammensitzt, dann entstehen halt dort neue Kräfte, neue Energie und das hilft in jedem Fall. Martin, wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Interviews. Was würdest du jungen Startups mit auf den Weg geben? Also, einmal, dass es, sag ich mal, ein Marathon ist. Das ist nicht eine Sache, die in, sozusagen, ich gründe ein Unternehmen und ein Jahr später bin ich einer der Internetmillionäre. Auf der anderen Seite hat man halt wirklich die Möglichkeit, seine Idee, die man hat, wirklich Wirklichkeit werden zu lassen und auch ein ganzes Stück weit sozusagen über seine eigene Arbeitszeit selbst bestimmen zu können. Was sich die Gründer überlegen müssen, ist wirklich, mit wem machen sie es zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass Teams besser sind als Einzelkämpfer und es ist aber verdammt schwierig, gute Leute zu finden, mit denen man was zusammen was machen will. Und auch dort sollte man nicht nur irgendwie mal in guten Zeiten sich ausgetauscht haben, sondern man sollte auch gucken, was passiert denn, wenn wir uns mal nicht so verstehen? Was ist, wenn es ein bisschen kriselt? Und dann gucken, kann man dann immer noch zusammen sich in die Augen gucken und gemeinsam weiter die Idee vorantreiben. Martin, ich danke dir für das Interview.